Hey, und damit herzlich willkommen zum ersten Stream in diesem Jahr. Frohes Neues euch allen. Die Zeit ist ins Land verstrichen. Ich habe 2 Wochen, drei Wochen genau genommen, Pause gemacht, mir eine Auszeit von Twitch gegönnt und dachte mir, wir starten das neue Jahr auf Twitch direkt mit einem Special, beziehungsweise mit einem Event, nämlich mit Splatoon 3 zum ersten Splatfest des Jahres. Ja, Team Schaf, ein Team, das mir aufgezwungen wurde vom Ghosty. ja, eigentlich wollte ich Team Sauer nehmen, aber für Ghosty habe ich jetzt Team Schaf genommen. Ich will hier auch mal die YouTube-Zuschauerschaft grüßen. Auch euch frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele Sachen sind schon geplant worden. Ich war in der Zeit, wo ich jetzt Pause gemacht habe, nicht komplett untätig. Ich habe die Animation überarbeitet. Heißt jetzt zum Beispiel, der Depp von Noir oder Drim haben jetzt Sounds. Und 4 von denen haben sogar noch eine Hintergrundanimation dazu bekommen. Ich kann ja mal eine so nebenbei mal abspielen, damit ihr seht, was ich meine. Also, zum Beispiel der MLG drüben. Der hat jetzt hier so einen Hupen. Aber jetzt haben die Animationen wenigstens alle Sounds. Hallo Dark. Ja, ich wollte jetzt auch so langsam mal zum Ghosty rüber wechseln. Ihr kennt das ja im Übrigen, bei den Splatfesten mache ich das so. Ich mache einmal am Samstag, wo es startet, einen Stream und auch noch zur heißen Phase, wo die drei Farbangriffe alle dabei sind, mache ich nochmal einen Stream. Und die beiden schneide ich dann zusammen. Und da kriegt ihr hauptsächlich die Gewinnerrunden und die erste Runde. So, jetzt gehe ich aber wirklich mal rüber zum Ghosty. Hallo. Willkommen. Na. Ach, stimmt, es ist 20 Uhr und wir warten mal wieder auf Shibu. Ich dachte, du bist noch so auf mich für, wer weiß was. Klang gerade eben zumindest so, als ich dich angeschrieben habe. Ich bin einfach nur ziemlich kaputt und dann schreibe ich ein bisschen beleidigter. Ich was ein Mini du bist. Ich habe gerade 5 Stunden D&D unterwegs. Ja, du hast es so geplant. Niemand ist schuld außer du. Also, wir haben 45,5% für scharf, 27,3% für süß und 27,3% für sauer. Ja. Nee, egal, ich hab doch gedacht, ich muss nicht mehr mit dem Kissen, aber das ist egal. Jetzt weißt du es. Schreckt. Ich muss ja gerade wieder einpressen. Machen. So, ich übernehme wahrscheinlich wieder das Base-Färben, obwohl Shibu will auch Base-Färben. Genau, es ist eigentlich egal, ob man in drei oder zwei verschiedenen Teams ist. Also wenn man halt in drei verschiedenen Teams eine Party macht, dann würde man immer nur in Dreieckskämpfen gematcht werden. Da müsste man ewig warten. Aber theoretisch wäre es ja dann Ja, aber das Matching-System, wie du es dir gerade vorstellst, ist hier halt noch nicht drin, dass man jetzt hier, sagen wir mal, einer aus Team Süß mit Team Scharf jetzt in einem Team sein ja, kann. mir schon klar, dass es nicht. Naja, aber da hab ich ja gesagt, wenn man so ein. Also es ist der theoretisch. Mal so als Tipp, den aufgeladenen Schlag so in die Ferne zu schieben, bringt dir mehr als auf den Boden zu schlagen. Ja, aber den aufgeladenen Schlag mache ich höchstens zweimal oder dann keine Titel mehr. Was mache ich hier eigentlich nach Dining, darf ich schleimen? Ist heute wieder so toll heute Nacht. Oh, den Joke höre ich immer jeden zweiten Tag. Und das nicht mal onscreen. Und Mann, Shibu! du bist heute wieder total begeistert. Ich gehe nach da unten, ne? Aber ja, mir geht's gut wie immer euch. Mir geht's auch ganz gut. Ich hol die mir mal von hinten, ne? Ja, hol sie dann von hinten. Oder auch nicht. Ah, ne. Ah, ich hätte eine andere Waffe nehmen sollen. Aber hättest du mir ge hätte ich gewusst, dass du einen Roller nimmst, hätte ich einen Blaster genommen. Dann wäre ich in den Nahkampf gegangen. Nee, ich hab sogar den falschen Roller drin. Ich hab die falsche Ulti. Da! Ich
Dann verfolgt, Mama, bitte hilf mir. Nicht mal fahren. Mama kann da nicht mehr helfen. Schwester! Bruder! Vater! Irgendjemand! Ich hab ihn noch besiegt! Ich habe Soul Eater vernichtet, den Anime! Sag's doch immer! Du hast den ganzen Anime vernichtet, das ganze Franchise. Ja, ich kann nichts mehr, wenn er den Namen hat. Das arme Franchise. Ach, war eh nicht so meins. Ich hab ihn nochmal vernichtet. Ich erkenne es aber nicht mal. Das einzige, was ich kenn's nur über Death Battle tatsächlich. Ich kenn's doch nicht mal. Ich kenn nur den Soul Eater Shield aus. Soul Eater schon wieder vernichtet. Ja, auch. Und noch ein Vernichtet. Ey, hey, halt sie hinten auf. Er fährt endlich. Wurde von Krieg. Die einzigen Kills, die ich bisher gemacht habe, war wirklich die meine Bomben. Wunderbar. Aber Kills sind ja eigentlich nicht so weiter wichtig. Ich muss Waffe wechseln. Und jetzt habe ich vielleicht auch Ton. Endlich mal andere Maps, glaube ich. Oder ist es immer noch der Markt? Nee, andere Maps. Endlich! Die anderen beiden waren schrecklich. Die anderen beiden waren langweilig. Shining, komm mit mir. Ich brauche jemanden, der mir den schönen Balkon hält. Ja, aber es bringt nicht für zwei Leute einen Meter färben. Du sollst mich auch beschützen, ich färbe ein! Ich hab einen Undercover! Der Undercover kann schießen! Mit dem Undercover kann ich schießen und verteidigen gleichzeitig! Möchtest du noch Shining schon wieder an die Arbeit machen, dass er einen ganzen Videoabschnitt muten muss, weil... Hallo, wie geht's wieder? Wie geht's bestehen? Weil, hallo, wie geht's hier? Okay, verstehe. Hallo YouTube, ich bin Kiwi. Bitte lassen Sie Shining Kiwi und die Kiwi. Das ist mein eigenes Cover. Und wenn Sie das runter machen, klappe ich Sie an. Wegen Kameraverbrechen. Ich glaube, man muss. Mein ganz schnell wieder einfahren, wenn es weggeht. Darf man Cover von seinem Video verbieten? Ja. Copyright. Ja. Stimmt. Der Text ist ja immer noch Copyright. Da stehen die zwei mit dem Roller einfach die ganze Zeit da unter dem Schild und warten. Wir sind einfach drei. Ihr bannt einfach Kudu allgemein. Ich hab eine Stadt vernichtet. Alter! Aber du oder wie? So, der ist auch tot. Da oben campt einer mit einer Sniper. Du willst doch eigentlich die Welt von mir verstecken. Nee. Ich will die Welt von dir schützen. Hallo? Die mit dem Roller können mir nix. Ich bin gegen die gewappnet. Bin ich gegen den Gott oder so? Vom Wasser oder so? Nein. Das wird unser erster Win, Leute! Unser erster Win! Immer wenn ich nicht eingegriffen hätte, hat er vollkommen übertrieben. Das erinnert mich an wen? Das erinnert mich an wen? Passt ja sehr gut zusammen. Ja, aber du sollst doch eigentlich
Nein, auch nein, Jonti! Kosten! Alter, wie der Weg macht doch was! Ehrlich, ich kenne Personen, die von sich zugibt, dass sie einen Götterkomplex hat. Und die ist ja nicht, die ist ja nicht sehr unehrlich. Können wir jetzt bitte aufhören, wenn die ganze Sache nicht zu spielen? Das ist unser erster Win, Leute! Yeah. So, ich hab's versprochen, ich gönn's dem Chat! Das erste, was du für dein Video benutzen kannst. Yeah! Hallo Leute, das ist geeditet. Wir haben. Dance eine Runde nur an! Dance! Wir haben auf YouTube einen Win gefunden und haben wir geben es zu, wir geben es zu, wir haben es geht. Ich kann mir dich mit der Airbrush beispielsweise gut vorstellen. Ich kann ja nicht voll in den Kampf da vorne. Hier färbt die Enden alles. Wie viele Waffen habt ihr eigentlich? Ich hab nicht mal die ganze Seite voll drauf. Beim jetzigen Stand vom Level her fehlen mir nur 6. Aber auch nicht. Ja, das lasse ich dir mal voll, oder? Eine gute Idee, ich bin bei Sniper, wieso lässt du mich vor? Wieso rennt der mit dem Roller vor, anstatt zu färben? Roller ist eigentlich keine Nase. Aber ich. Der mit dem Roller hat den Job, die Base zu färben. Das ist ein eingeschworener Job vom Roller. Ey, da wird nie unterschrieben. Man rennt mit dem Roller nicht in den Nahkampf. Ich hab ihn irgendwie da unten noch getroffen, ohne ihn zu sehen. Als wärst du gerade, falls ich jetzt hinter gesprungen und einfach explodiert da. Nee, welch bin ich da? Ich hab überlebt, aber gerade so. Nee, du. Schade, man braucht eigentlich die Kalle. So, direkt den Rollertypen erledigt. Ah, ich will nicht vernachern. Ich will ihn auch noch. Los, Golfi. Jetzt zieht rum vorbei. Die bringt nix! Sollst du nicht eher Hydro-Pump reinsetzen? Was soll ich denn? Natürlich ein Wasserfluss oder so. Das stimmt. Oh fuck. So. Das war mein Kill! Ich hab ihn vorgeschwächt, das war meiner! Auf dem stand mein Name drauf, weil ich den diesmal auch kriegen konnte. Kann man diese Türen irgendwie zerstören? Ja, alle Items, die irgendwie stehen, kann man kaputt machen. Es könnte trotzdem Victory werden, eventuell. Wir machen bis, du musst noch ein bisschen rechts einfärben, Jonah. Bombe, 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 Bombe! Ja, ich konnte noch eine Bombe werfen. Ja, ich nicht. Das schaffen wir. Glaube ich nicht. Die waren schlampig, doch könnte was werden. Ja! Weil die ihre Base nicht gefärbt haben. Aber unsere, wer hat unsere Base eigentlich gefärbt? Ich! Okay, warte, geht mal kurz raus. Ich möchte wissen, ob das endlich ein Victory. Also ich probier's mal aus, ob die Kelly Amiibo funktioniert. Geht mal kurz raus. Ja, jetzt ist sowieso Feierabend. Richtig. Oh, lol, ist echt. Ja, Leute, 2 Stunden. Wir haben nur leider Gottes 2 Siege zu verbuchen. Ich hoffe, dass es bei dem zweiten Teil des Streams, also zweiten Teil des Splatfests, besser läuft. Ich will nochmal erwähnen, dass ich keinen angeprangert habe hier, dass er schlecht wäre oder irgendwas in der Art.
es gibt immer eine Eigenschuld. Ich bin selber auch dran schuld, dass wir nur zwei Runden gewonnen haben. Es kommt öfters vor, dass man mal einen Abend hat, wo es nicht läuft. Deswegen niemanden anprangern dafür. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like auf YouTube. Obwohl, ihr auf YouTube seht ja noch mehr als hier. Und auf Twitch ein Follow da lassen. Und von YouTube verabschiede ich mich dann hier kurz an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Stream wieder, ihr von YouTube. Meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Splatfestes, wo es hoffentlich besser läuft als am gestrigen Tag. Um den letzten Tag nochmal zu rekapitulieren. Ich habe mit Gosi und seiner Mannschaft da gespielt. Heute ist mit Community dran. Die ersten ersten Runden werde ich höchstwahrscheinlich solo spielen. Und da lief es nicht ganz so gut. Wir haben 2 Stunden gespielt und tatsächlich haben wir nur 2-mal einen Sieg errungen. Ich weiß nicht, ob einfach nur ein schlechter Abend war oder ob die anderen das Spiel nicht so gut konnten. Nein. Da will ich nochmal erwähnen, das habe ich auch gestern nochmal gesagt. Ich gebe keinen von denen die Schuld dafür, beziehungsweise generell auch, generell nicht auf Personen bezogen, wenn irgendwas schlecht läuft. Ich sag dann einfach, man hatte einen schlechten Tag und gut ist. Ja, auch was, was ich versprochen hatte, zumindest für die YouTube-Zuschauer. Ich habe versprochen, ich zeige euch mal jetzt den Schrank, den ich mir hier endlich eingerichtet habe. Zeige ich einmal ganz kurz. Hier. Da ist mein Schrank. Habe ich den nicht schön eingerichtet? Ja, ich bin stolz drauf. Der gutachtet meinen wunderbar eingeschmückten Schrank, wo ich einfach jeden Zeitungsartikel aus der Story reingeklatscht habe. Die ich tatsächlich sogar noch nicht fertig habe. Da muss ich noch die letzten Teile entweder morgen oder die Woche über mal aufnehmen. Ja. Der erste Teil war mit Community, Ghosty und so und heute ist mit Community geplant. Ich hoffe, dass es heute besser läuft, wie gesagt. Weil von Videomaterial für YouTube, ich lade das ja auch auf YouTube hoch und da lasse ich nur die Wind unten drin und 3 Farbangriffe. Zusätzlich auch noch die erste Runde. Ja, hi Dark. Ich würde ja gern, dass du mitmachst, aber du hast gesagt, du bist Team Süß und deswegen geht's nicht. Ich würde dich gerne dabei haben. Aber es geht nicht. Du bist Team Süß, hast du gestern schon gesagt. Wie gesagt, man kann nicht ins selbe Team, das habe ich gestern schon erwähnt und das erwähne ich gerne heute nochmal. Wenn man nicht im selben Team ist, kann man auch nicht zusammenkämpfen. Vor allen Dingen, selbst über 3-Farb-Angriff könnten wir nicht gemeinsam spielen, weil dein Team das ist, was führt. Momentan führt Team Süß. Mit so 2%, glaube ich. Also selbst wenn 3-Farb-Angriff wäre, ich würde mit Team Sauer in ein Team, was ich eh eigentlich nehmen wollte. Und nur für Ghosty jetzt Team Scharf genommen habe.
Naja. Wenn ihr mitmachen wollt, oben ist der Freundescode. Ihr könnt mir eine Freundesanfrage schicken. Ich kann es gern auch sogar nochmal beweisen, dass der Dark, der jetzt im Team Süßes wäre, on, dass er nicht beitreten kann. Da ich die ersten 3-4 Runden wahrscheinlich solo mache, mache ich mal eben kurz die Textnachricht da oben weg. Aber ihr könnt trotzdem mitspielen, wenn ihr wollt. Ich sag das extra so, weil bei den Community Streams dauert es immer ein bisschen, bis ein paar Leute mitmachen wollen. So, dehydriert. Auch von diesen Streamen, die erste Runde lasse ich drin, egal was passiert. Ich hab mal Leute dabei, die färben! Ach, ich hab vergessen, auf Treibhab anzustellen, ne? Denn wann kriege ich mal Mates, die wir anständig färben? Es geschehen noch Wunder! Selbst der Trupp, den ich gestern dabei hatte, hat es nicht gut gefärbt. Das habe ich aber da auch mittendrin gesagt. Die nehmen mir meinen Job weg. Ich habe doch nur den Job färben. Das könnt ihr mir doch nicht nehmen. Nein, 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 nein. Ich muss weiter weg. Ich habe Schwarmraketen, die will ich einsetzen. Ich habe irgendwen getroffen und es nicht mal gemerkt. Aber seit wann ist Dreifarbangriff 100%? Haben die es endlich gepatcht? Warum reagiere ich überhaupt auf Kulbomben? Die lenken immer nur ab. So, tschüss. Ich bin es nicht gewohnt, ein Team zu haben, was sich aufs Färben konzentriert. Es ist verwirrt und fasziniert mich zugleich. Jetzt hört er mal auf mit den Kulbomben. Erwischt. Ich habe gesehen, dass da oben irgendwo einer gammelt. Nein, ich konnte mich nicht schnell genug drehen. Ja. Wir reiben es Ghosty nicht unter die Nase und den anderen, dass wir einfach Insel gewonnen haben, sobald ich alleine spiele. Wir tun das nicht, Leute. Also wenn ich jetzt Instant Dreifarbangriff kriege, dann dann amazing. Dann dann lasse ich nur noch mal gerade tanzen. Wenn ich jetzt Instant Dreifarb krieg. Ich habe die jetzt übrigens auch ein bisschen lauter gestellt, die Animation, weil die irgendwie gestern, als ich sie einmal abgespielt habe, ein bisschen untergegangen sind. Versprochen ist versprochen. Ich hoffe, es hat dem Chat gefallen, dass Noah gedanced hat. Ich habe es hier mittlerweile sogar hinbekommen, dass da Scheinwerfer hinter ihr sind. Der geht in den Krieg und ich färbe unsere Base. Wo startet eigentlich eben das momentan führende Team eigentlich?
Ich gehörte doch nie zu dem führenden Team. Starten die einfach mittig oder? Ich hab sogar zwei erwischt. Oder wo starten die? Da kam was runter. Er kämpft, ich hol die Punkte. Also die Prozent. Okay, da fährt einer von denen gerade bei uns. Du Idiot, warum färbst du da oben nicht? Der sieht es da oben noch, die Gegner hinten. Warum macht er die nicht weg? Weg mit dem Dreck. Das sind Punkte für die. Oh, ich habe drei erwischt. Vielleicht bemerkt er mich nicht. Ich habe dafür das nicht bemerkt. So, einfach die Punkte wegnehmen. So, die Raketen kommen noch runter. Die könnten noch ein paar Punkte holen. Ah, ganz knapp. Aber trotzdem eine nice Runde, die lasse ich drin. Hä, sind wir jetzt das Vierer-Team? Ich dachte, Dreifach machen nur die Teams, die in Führung sind. Hä? Aber jetzt konnte ich mal wenigstens sehen, wo das Vierer-Team startet. Ich habe vergessen, wie man das Ding einsammelt. Das ist mein voller Ernst. Ich habe vergessen, wie man es einsammelt. Weg mit dir. Tschüss. Tschüss, Herr Ninja. Tschüss, Hamtaro. Ich würde das Titellied ja von der Serie singen, aber dann muss ich selber was von mir aus piepsen. Man, immer muss man alles selber machen.
Immer dieser Hund da hoch. Ah, ich hab nicht schnell genug zugeschlagen. Ich gehe das andere Team mal ein bisschen trizen. Ich habe das Gefühl, die haben noch zu viel Base übrig. Dass der mich nicht bemerkt hat, ist auch ein Wunder. Ich hatte einen Vorteil, den er nicht ausbremsen konnte. Ich hatte einen Höhenvorteil. Aber hat Team Scharf jetzt gerade irgendwie die Führung übernommen oder warum war ich jetzt auf einmal in dem Vierer-Team? Normalerweise ist doch wirklich so, nur die Teams, die jetzt hinten liegen, sind die Zweier-Teams. Und das Team, was vorne ist, das ist das Vierer-Team. Oder habe ich da was komplett falsch verstanden? Ich muss Ghosty mal erzählen, dass sie den Dreifarbangriff auf durchgehend gestellt haben. Ich glaube, er weiß das auch noch nicht. Weil er hat sich ja gestern beschwert, dass er die noch nie gesehen hat. Ach, die haben keine festen Farben mehr, die Teams, bei Dreifarb. Jetzt haben wir Orange statt Rot. Nein! Da renne ich nicht hin. Ich habe nicht schnell genug zugeschlagen. Nein! In welches Team müsste denn man mal reingrätschen? In unser Team. Weil ihr es nicht richtig fair habt. Das muss wehtun. Du hältst das Ding hoch und da rennt einer so ganz gemütlich mit dem Roller in dich rein. Nee, da kann ich nur in einen, da treffe ich zwei. Oh, hab sogar einen gekillt. Also klar, hier an der Ecke lohnt sich's kaum, weil die das eh sofort wieder einnehmen. Aber zumindest hier Base verteidigen, hallo? Hau da ruhig mit dem Stempel lang. So, da setze ich eine Mine hin und da setze ich eine hin. Da sitzen sie halt einfach am besten. Ja, komm hoch. Perfekto. Warum musste der sterben? Wie hat der mich nicht getötet? Über Rollkills finde ich auch immer am schönsten. So, weg damit. Nein. Ich glaube, der weiß nicht, wie man den Stempel richtig nutzt. Okay. Kannst du ruhig machen, Dark. Halte dich nicht auf. Noch mal ein bisschen in die reingegrätscht. Ein bisschen Farbe weggenommen oben. Da
Stempel könnte... Okay, nevermind. Ich wollte sagen, der Stempel könnte es gerichtet haben. Ich will nochmal sagen, keiner von euch geht bei Ghosty und Co. vorbei und sagt, alleine kriegt er was geschissen und mit euch zusammen nicht. Der ist erst tot. Dem komme ich mit einem Baseballschläger besuchen und streichel ihn mit dem Baseballschläger. Ich kann dir noch die andere Tanzanimation eben kurz gönnen. Wenn ich es schnell genug schaffe. Guck mal, jetzt ist die richtig in der Disco. Aber irgendwie habe ich was am Farbbild offenbar nicht ganz hinbekommen. Ah, jetzt hat der Farbbilder sich aktiviert. Warte mal. Sprinkler ganz fies. Ach, war nicht hoch genug. Muss ich gleich nochmal. Ganz nach oben. Damit es schön fies sitzt. Da kann man es nämlich schlecht aufhalten. Die Waffe mag ich. Ich kam nicht schnell genug weg. Muss ich hinterher nochmal nachbessern, die andere Animation. Das ist auch gut gegen in diese Sprenkelwaffen, ne? Also diese Doppelwaffen. Die Airbrush, weil die ist schön breit schießt. Da können die so schlecht ausweichen. Ich erschlag meine Mate. Also das kleine Stück da oben, das hätten die ruhig färben können. Ich drücke cool, obwohl ich tot bin. Nein, der konnte es noch aktivieren. Du entkommst mir nicht. Ach, da hinten. Und tschüss, Asiate. Hä? Ich hab doch alles weggemacht. Wo hat er sich bitte versteckt? Mal gucken, ob die normalen Revierkämpfe genauso gut laufen. Werden sie nicht. Das ist so ein typischer, wir rennen nach vorne Trupp, den ich da gerade dabei habe. Und meine Waffe hat keine Reichweite. Ist aber ein hervorragender Gegnerkiller. So, Sprudelbombe, go. Das mag ich auch an dem Luna Neo Blaster, der hat diese Sprudelbombe.
So. Bam, 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 bam. Und schnell noch werfen. Der wirft ihn einfach instant. Tschüss. Muss laden. Ja, die habe ich kacke geworfen. Tja, so hab ich einen Vorteil. Ich muss nicht genau zielen. Oh, nett. Nicht. Es läuft einfach heute. Ins Gesicht geworfen. Und tschüss, Konfusion. Du triffst meine Pokémons nicht mehr. Da kommen einfach zwei Leute. Nur um mich loszuwerden. Der Luna Blast ist echt geil. Aber auch nur, wenn man in den Kampf ziehen will. Ah, ich konnte nicht mehr schießen. Aber wenigstens konnte ich meine Bombe noch werfen. Ja, ich konnte noch eine werfen. Ich glaube, ich habe heute nur zwei Runden bisher verloren. Ich kann ja auch mal so nebenbei auch mal erzählen, was ich ja jetzt eigentlich hier so im neuen Jahr jetzt so zum Start so geplant habe. Weil darüber habe ich ja gestern eigentlich noch gar nicht geredet, ne? Also über den Streamplan sieht man ja schon, dass Shellshock und so weiter noch drin ist. Ich habe jetzt Sea of Thieves mit Sunny demnächst vor, nachdem Raft jetzt endlich komplett durch ist. Ich wollte mit Ghosty Rogue Heroes anfangen. Das habe ich einmal schon mal so ein bisschen gestreamt, aber da habe ich solo irgendwie so ein bisschen die Lust verloren. Aber im Koop wird das ganz lustig, vor allem wo das Spiel sogar Updates bekommen hat. Also es ist ein komplett neues Gameplay teils. Und tschüss. So, keine Diente mehr. Ich erschlacht mein Team. Ich hab schon keine Reichweite. Herbt, vor allem du mit dem Roller. Das ist, glaube ich, nicht mal ein Dünerroller, das ist ein Flexroller. Du hast die Fähigkeit zu färben. Tu es. Das einzig Positive ist, das gegnerische Team ist genauso schlampig wie meins, leider Gottes. Alter! Mit dem Roller ziehst du nicht nach vorne! Ah.
Das war die Schauerwelle, die mich hingerichtet hat. Ich will meine Mates aus der ersten Runde heute zurückhaben. Die waren geil. Die haben alles gefärbt. Na gut, mit der Sprudelbombe kann ich so ein bisschen färben. Das ist nicht deren Ernst, ne? Es sind einfach zwei vom Gegnerteam geläfte, die gerade übrig geblieben sind, die tun mir so leid. Die beiden können gar nicht mehr gewinnen. Es ist unmöglich für sie. Also die Runde war für die Gegner unfair, weil zwei von ihnen einfach geleftet sind. Die hatten keine Chance. Du hast allein dann schon keine Chance mehr, wenn einer aus dem Team leftet. Für YouTube sage ich hier mal eben kurz, wir sehen uns bei der Abmod wieder, sobald ich das Splatfest-Ergebnis gezeigt habe. Weil ich mache das so, dass ich danach für YouTube die Abmod mache. Ich sag hier zu euch, ciao, YouTube-Zuschauergemeinschaft. Wir sehen uns gleich wieder. Also euer gleich, nicht mein gleich. Bei mir ist es ein Tag später. Gumi, Leute, ne? Das war das Endergebnis des Splatfestes. Ich hoffe, euch hat das gesamte Splatfest bei mir gefallen. Also von dem Vierertrupp gab es ja leider Gottes nur zwei Runden. Aber am zweiten Tag habe ich ja nochmal zum Glück ein bisschen gerissen, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen was am Videomaterial hattet. Da freue ich mich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Im Follow auf Twitch. Der Kanal, also der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch damit dann jetzt noch einen traumhaften Tag. Ciao!